Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon die gelbe Edition. In der letzten Folge haben wir die Nuggetbrücke bestritten und unseren Nugget verdient und Team Rocket in die Flucht geschlagen. Und und wir wollten unser Pikachu ganz glücklich machen. Mittlerweile habe ich einen Trick rausgefunden, wie man Pikachu glücklicher machen kann. Mittlerweile habe ich ihn schon dazu gebracht, ein Herzchen zu zeigen. Und zwar ist der Trick ganz einfach: Item, Trank. Und dann unserem Pikachu geben, auch wenn er volles HP hat. Das ist gerade das Wichtige. Es hätte keinen Effekt. Das macht man einfach ein paar Mal, bis es einen auf die Nerven geht, das Geklicke zu hören. Dann macht man das nicht mehr und schaut einfach mal kurz, was sich verbessert hat. Einmal machen wir es noch, komm. So, und? Haha, siehe da. Pika, Pika! Und schon liebt es uns mehr. Und somit holen wir uns jetzt auch unser Bisasam, ich hoffe mal. Und dann können wir endlich hinter zu Bill schauen. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Aber natürlich! Len erhält Bisasam. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Ja klar! Ich muss nur noch kurz mal die Liste suchen. Das hier und dann da und dann haben wir schon eine Liste, die jetzt noch lädt. Lade. Bisasam nennen wir Marcel. Marcel. So, und jetzt haben wir endlich unser Bisasam. Kümmere dich gut um Bisasam. Das werde ich machen. Und jetzt begeben wir uns hoch auf Route 4. Müsste es sein? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich habe Pokéwiki jetzt nicht nebenan offen. Ich schaue einfach mal. Ja, hier kommt es ja noch gar nicht angezeigt, welche Route es ist. Auch wurscht. Wir gehen einfach mal. Links in das Gras schauen wir nicht. Da heben wir uns einen Trainer auf für ganz zuletzt. Den sieht man hier noch nicht. Wir könnten natürlich so rumgehen. Dann müsste man jetzt den Trainer sehen, genau. Den heben wir uns auf für einen Cheat, den ich noch mache oder noch nicht weiß, ob ich den mache. Auf jeden Fall, wen setzen wir jetzt in Position 1? Die Said. Nochmal. Ich glaube, gegen den Kämpfer? Nö. Okay. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht genug um meinen Glumanda gekümmert. Gott, jetzt kriegen wir hier auch noch einen Glumanda. Das habe ich ganz vergessen. Möchtest Glumanda einen Spitznamen geben? Ja, natürlich. Hallo? Und zwar der Spitzname für Glumanda ist Drachenbursche. Aber da Drachenbursche nicht komplett reinpasst, machen wir DRA für Drache, im Pokémon allgemein für Drache und hinten dran Bursche. Er hat sich das gewünscht, weil Glumanda ist ja ein Drache, also nicht Glumanda, aber dann am Ende Glurak. Bursche, wo ist das H? Bin ich blöd? Keine QWERTY-Tastatur oder Querz. Bursche. Jetzt haben wir auch noch einen Glumanda bekommen. Es ist nicht genug Platz für das Pokémon. Drachenbursche wird mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Kümmere dich gut um Glumanda. Das werde ich. Was kriegen wir hier? Auch noch TM45. Was enthält sie denn? TM aktiviert. Sie enthält Donnerwelle. Ach, haben wir schon. Donnerwelle ein Pokémon beibringen. Nö. Muss man nicht. So, wir gehen mal hier lang. Ah ja, und zwar will ich noch eine Sache ansprechen. Und zwar habe ich in den letzten Tagen, glaube ich, zweimal gar keine Folge rausgebracht. Ich hatte einfach keine Zeit aufzunehmen, zu bearbeiten und hochzuladen, weil normalerweise mache ich das immer am selben Tag und da hatte ich einfach nicht die Zeit zu. Und zwar werde ich das jetzt so machen, ich werde hin und wieder, wenn ich voraussehen kann, dass ich am Tag dann keine Zeit habe, werde ich vorproduzieren. Das heißt, Mai. Muss ich halt machen, damit ihr jeden Tag eine Folge bekommt. Muss ich halt vorproduzieren. Nicht gut. Nein! Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Dann kann ich zwar nicht bei manchen Folgen nicht mehr ganz so schnell auf eure Wünsche eingehen, aber ich versuche es trotzdem immer noch so zu gestalten, dass es so ist. So ist es und nicht anders. Guckt euch Marcel an. Eine Blume. Los, Fati. Macholo Karateschlag.
Warum immer diese Volltreffer? Warum, warum, warum? Hornattacke, Doppelkick würde nicht viel bringen. Karate-Schlag, ja. Wir machen nochmal Hornattacke und dann sollte es sein mit dem Macholo. Ich nenne es Macholo. Ich habe immer Macholo gesagt. Ich habe es Macholo gelernt. Ich nenne es nicht Macholo. Ich sage Macholo. Fatih erreicht Level 17. Auch wenn, glaube ich, das richtige Name Macholo ist. Wirst du das Pokémon wechseln? Nö. Wanderer setzt Kleinstein ein. Kampf und Doppelkick. Der Attack ist sehr effektiv. Und noch einmal. Der Attack ist sehr effektiv. Der Gegner wurde zweimal getroffen. Kleinstein setzt ein Igler ein. Das kümmert... Verdammt. Natürlich kümmert es uns was, wenn er es daneben geht. Nochmal ein Igler. Jetzt könnte es schon knapp werden. Mit einem Doppelkick kriegen wir ihn, glaube ich, noch nicht fertig. Ach du Kacke. Oh Gott sei Dank. Knapp war das. Kleinstern wurde besiegt, Warte L 276 EP, Lin besiegt Wanderer. Das war doch was. Wieso ist denn der da rechts abgeschnitten? Wanderer, du hast gut gekämpft. Lin gewinnt 525 Pokédollar. Komme ich hier wieder raus? Ja. Pika, Pika! Pikachu! Schon mag er uns nicht mehr so sehr, ne? Kaum setzen wir ihn einmal nicht ein, mag er uns nicht mehr so sehr. Schon ein ziemlich zickiges Pikachu. Muss man schon sagen. Das ist eine der Sachen, die mich stören an Pokémon Gelbe Edition, das Pikachu. Das stört mich ziemlich arg. Vor allem braucht man das Pikachu auch noch beim Shiggy. Beim Shiggy muss er nämlich auch wieder komplett fröhlich sein, aber mit unserem kleinen Trick sollte das kein großes Problem werden. Wir heilen unsere Pokémon mal. Willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit, okay. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Bum, 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 bum. Ich habe ein bisschen zu früh angefangen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das werde ich machen. Schauen uns mal kurz Pokémon an. Bisasam. Status. Bisasam. Typ Pflanze und Gift. Attacken, Tackle, Heuler, Egelsamen. Sehr schön. Pokédex, genau. Wir haben uns mal Carpador nicht angeschaut und Bisasam und Lumanda nicht. Dieses Pokémon kommt sehr lange ohne okay. Bisasam, Samen. Größe 0,7 Meter, Gewicht 6,9 Kilogramm. Dieses Pokémon kommt sehr lange ohne Nahrung aus. Die Knolle auf seinem Rücken speichert Energie. Interessant. Lumanda, Echse. Größe 0,6 Meter, Gewicht 8,5 Kilogramm. An sehr stillen Orten kann man die brennende Schwanzspitze dieses Pokémon lodern hören. Sehr interessante... Aha. Ich will jetzt noch kurz runter zu Carpador, denn damals, als wir das Carpador bekommen haben, haben wir, glaube ich, auch keinen Eintrag gehabt. Und ich glaube, der für Carpador ist doch ziemlich witzig. Gehen wir runter zu Carpador. Welche Nummer hat denn Carpador? 4 und... Carpador. Ich schau mal auf meiner Liste. 129. Da hätten wir ein Carpador, genau hier. Carpador. Fisch. Größe 0,9 Meter, Gewicht 10 Kilogramm. Man sollte niemals große Hoffnungen auf Carpador setzen. Dieses Pokémon ist sehr unzuverlässig. Das ist wohl wahr. Wir schauen. Ach, Evoli ist immer noch das Letzte, was wir haben in unserer Liste. Interessant, interessant. Wir haben gerade unser Pokémon geheilt und wir gehen jetzt weiter. Gen Bill. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Teenager? Ja, Teenager. Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Radfratz ein. Dagegen haben wir eine gute Lösung, nämlich unser Desaid.
Ihr seid München. Ah, Ruckzuckhieb. Mäh. Wieso machen alle immer sofort Volltreffer? Wieso? Wieso? Es gibt noch keine Sachen, die man tragen kann in Edition 1, die einen Volltreffer mehr Wahrscheinlichkeit geben. Das ist echt kacke. Ich will, dass dieser Heat bzw. unser Taubsi so schnell wie möglich in einen Tauboga verwandeln, entwickeln. Aber dafür muss ich es ja kämpfen lassen. Ich glaube, ich mache nach dieser Aufnahme mal wieder eine richtig fette Trainingssession mit Glumanda und Bisasam. Und wer nicht alles noch dabei ist. Teenager wird Habitag in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, bitte. Gegen ein Flug-Pokémon setzt man immer ein Elektro-Pokémon ein, wenn man eins hat. Also Linus, los. Unser Sandan werde ich übrigens auch trainieren, da wir das beim dritten Orden gebrauchen können. Zwar sehr. Oh, nicht sehr effektiv. Aber Volltreffer natürlich. Und es ist immer gut, wenn man ein Pokémon gleich mit trainiert, weil sonst muss man eine noch längere Trainingssession einsetzen. 107, Pikachu bzw. Linus erhält 186 EP und erreicht dadurch Level 17. Und wir besiegen Teenager. Du bist richtig gut. Danke, das weiß ich. wen setzen wir jetzt an Stelle 1? Bam, 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 bam. Setzen wir mal Dennis an Stelle 1. Kämpfen gegen den da. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Wanderer möchte kämpfen. Wanderer setzt Onyx ein. Gut, dass wir ein Kampf-Pokémon gewählt haben. Auch wenn Onyx eine sehr hohe Verteidigung hat, aber trotzdem Fußkick sollte... Aua. Fußkick sollte ihm schon was machen. Okay, Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv. Nochmal Fußkick. Gott sei Dank, gegen Klammergriff daneben. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und das war ein 2-Attacken-K.O. Dennis hält 393 EP und kommt nicht Level 16. Respekt. Das muss auch erstmal einer schaffen. Ich bin jetzt echt neugierig. Wie viel braucht er noch? Ich sage unter 10. Und er braucht noch 275 EP. Huiuiui. Er ist aber gerade erst auf Level 16 gekommen. Level 15. Ich habe in Orania City mit meinem Vater auf der MSN eine Party besucht. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber es interessiert mich eher minder. Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Flagmon ein. Flagmon hat man noch nicht gesehen, oder? Hier wäre natürlich ein Elektro-Pokémon sehr hilfreich, aber ein Kampf-Pokémon tut's nicht. Verdammt. Nein, 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 keine Psycho-Attacken. Nein. Keine Psycho-Attacken, bitte nicht. Psycho-Attacken gegen Kampf-Pokémon, das Schlimmste. Nochmal Konfusion gegen Pikachu ist nicht so schlimm, auch wenn die Attacke wahrscheinlich... Nö, zieht gar nicht mehr so viel ab. Donnerschock sollte ihm das Rest, den Rest geben. Okay, nein. Hohe Spezialverteidigung des Flagmon. Weiter, Donnerschock. Auf geht's. Nee. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Sagte ich doch, jetzt wird's eng. Ruckzuckhieb, damit wir ganz sicher als erstes angreifen. Und K.O. Flagmon wurde besiegt. Dennis erhält 178 EP. Linus erhält 178 EP. Len besiegt Teenager. Ah ja, Teenager. Ich bin dir nicht böse. Warum rede ich so komisch? Ich muss jetzt schon wieder zurück. Damit ich meine Pokémon wieder aufladen kann. Und dann schauen wir mal, ob wir es dann zu Bill schaffen. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte aufhören, so zu reden. Ja, das sollte ich wirklich tun. So, jetzt kommen wir gleich wieder nach Azuria City. Jetzt wird wieder alles blau. Das ist das Schöne an der gelben Edition. Jede Region hat seine eigene Farbpalette. Ich glaube, das war in der roten und blauen nicht so. Die hatten, glaube ich, immer so die blaue eine blau angehauchte Palette und die rote eine rot angehauchte Palette. Farbpalette meine ich damit. Ja.
Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Mittlerweile kann ich das wieder auswendig, Gott sei Dank. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Weiter geht's. Warum laber ich nur so? Dum, 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 dum. Und gegen den haben wir schon. Jetzt kommt die Göre dran. Hallo, mein Freund ist cool. Das ist cool, dass dein Freund cool ist. Ist er auch cool mit diesem Kampf? Göre möchte kämpfen. Göre setzt Nidoran Weib männlich. Verdammt, jetzt habe ich es beinahe verwechselt. Männlich natürlich. Ach, wir haben unser Dennis noch an Stelle 1. Gut, das könnte ein etwas längerer... Wieso immer Volltreffer? Wieso? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Jede Attacke, die sie als erstes einsetzen, wird ein Volltreffer gegen meine Pokémon gerade. Warum? Warum? Und Attacke. Uiuiui, das war knapp. Aber Kratzer macht ihn fertig. Jawoll. 192 EP, damit erreicht Dennis auch Level 16. Göre wird Nidoran weiblich einsetzen. Wir wollen das Pokémon wechseln. Ja, bitte. Und zwar zu dieser Eid. Dennis kommt zurück. Los, dieser Eid. Kampf, Windstoß. Haha, nicht sehr effektiv. Okay, es kommt noch ein Kick hinterher. Damit zieht es dann schon einiges ab. Wir haben nur unseren Windstoß und unser Ruckzuckhieb. Ich aber glaube, dass momentan der Windstoß mehr abzieht. Kann mich ja täuschen. Schauen wir mal, ich setze mal in der nächsten Runde Ruckzuck. Ja, jetzt zieht es sowieso weniger ab. Jetzt kann man es nicht mehr vergleichen. Danke, Nidoran weiblich. Jetzt kann man das nicht mehr vergleichen hier. Aber wahrscheinlich doch mehr. So, noch einmal Ruckzuckhieb und dann hat sich das Thema Nidoran weiblich auch erledigt. Nidoran weiblich wurde besiegt, die Sinait hält 189 EP, Len besiegt Göre. Göre, ich war nicht in Form. Das habe ich gesehen. Wir wechseln mal Linus wieder auf Position 1 und gehen dann gegen ihn hier. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Das ist aber toll. Das ist aber super toll. Wanderer möchte kämpfen. Warum habe ich Pikachu eingesetzt? Wieso? Kann mir das jemand... Was? Wieso? Warum? Wieso habe ich das getan? Warum? Kann mich jemand aufklären, warum ich so blöd war und dachte, dass er Macholos einsetzt? Und selbst bei Macholos ist es das Blödste, einen Pikachu einzusetzen. Verdammt, was mache ich eigentlich? Kann mir das jemand sagen? Warum mache ich das? Warum mache ich das eigentlich? Tackle, ja, du darfst gerne tackeln. Ich doppelkick dich jetzt in dein Gesicht. Ah, wie ich Kleinstein als Gegner hasse. Nein, eigentlich gar nicht mal so sehr. Ich habe Kleinstein immer geliebt als Gegner, weil ich damals Shiggy hatte, beziehungsweise Shillock, beziehungsweise Turtok und das war so easy. Einmal Aquaknarre und der war hinüber. Die Attacke ist sehr effektiv, Kleinstein wurde besiegt, Linus erhält 118, Fati erhält 118 EP. Wanderer wird Kleinstein in den Kampf schicken, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Vier Pokémon, der Kampf könnte länger dauern. Doppelkick. Immer auf altbewährtes zurückgreifen. Und noch einmal. Tackle. Und gleich noch einmal. Doppelkick und weg ist er. Warum haben wir keinen Triple Kick? Dann würden wir ihn mit einer Attacke killen. Fati erhält 238 EP. Könnte sein, dass wir sogar... Oh, Macholo. Nee, wir bleiben mal bei Fati. Auch wenn jetzt Fußkick keinen Schaden mehr machen würde. Machen wir einfach One-Attacke, ne? So. Weiter geht's, One-Attacke. Von
Volltreffer und Attacke. Macholo, adios. Hoppala, jetzt bin ich voll hart gegen mein Mikrofon gekommen. Macholo wurde besiegt, Fatih erhält und Fatih erreicht Level 18. Ich könnte rein theoretisch unser Nidoran männlich, beziehungsweise unser Nidorino. Nidorino ist das ja schon. Da. Könnte ich rein theoretisch schon in einen Nidoking verwandeln, da ich ja 2 Mondsteine habe. Werde ich nicht machen, weil Nidoking keine Attacken mehr erlernt. Beziehungsweise eine, glaube ich. Eine erlernt es dann noch. Und Nidorino erlernt halt doch mehr. Nidorino erlernt noch mehr Attacken. Deswegen warte ich, bis Nidorino genügend Attacken erlernt hat. Und dann werde ich es weiterentwickeln zu einem Nidoking. Wanderer, du hast mich besiegt. Und genau hier werden wir auch einen Stopp machen wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß.